Ja, bei solchen Sachen ist Twitch instant, ne? Aber wenn es um die Terms of Service geht, das dauert immer ziemlich lange. Egal. Darf ich das jetzt bitte ausmachen? Wir sind ja mittlerweile rot, die beiden Glühlämpchen da oben drauf, die Vakuumröhren. Das ist, glaube ich, kein so gutes Zeichen, wenn du hier dich mit dem Teufel unterhältst. Wenn ich mit dem Teufel einlässt, veränderst du nicht den Teufel. Der Teufel verändert dich. Weiß man doch. Mal ja mein Bekannter, aber. Oh. Ja. Alles klar. What? Captain, was suchen wir? Suchen wir das? Whatever. Nongo. Captain, mein Captain. Ja, genau so. Dort gefunden. Ach, die kann ich nicht mehr drehen. Ah, okay. Okay. Ich dachte, ich muss die jetzt noch mal irgendwie drehen oder so. Hexenwerk! Ja, aber ein ganz anderer Film. Apropos Film. Ich möchte nochmal zum Ausdruck bringen, dass der Film Fear Street ein sehr guter Film ist. Soll es das Null-Element werden? Welchen von Fear Street? Es gibt drei Teile. Der dritte kam letzte Woche. Nee, letzte Woche nicht. Und Freitag oder Samstag kam der dritte Teil raus. Morgens um 9 Uhr. Nur dafür bin ich wach geblieben. Black. Nun greifen wir doch mal mit dem Greifer da rein, ne? Also Fear Street, um das mal ganz kurz zu erklären, ist halt ein Dreiteiler. Im ersten Teil muss diese drei Teile wie ein Film sehen. Im ersten Teil wird der Held aufgebaut und da wird das Game aufgebaut. Im zweiten Teil ist so praktisch viel Haupthandlung drin und im dritten Teil ist dann nachher wirklich so, wo dann Geschichte beendet werden soll.
The Final Girls, keine Ahnung. Also ich kann auf jeden Fall Fear Street 1 bis 3 hintereinander, guck die hintereinander weg, sind wirklich gute Filme. Ist so ein Horror-Action. Horror-Action-Kram. Gedöns. Gebamsel. Objekt gefunden. Ein Anhänger mit Kartendesign. Ich habe übrigens nicht gedrückt, er ist alleine rausgegangen jetzt. Na ja, gesichtlich gesagt, so, oh, kein Bock mehr, ich geh raus hier. Alles klar. Okay. Dann gehen wir jetzt noch raus. Weil, das habe ich hier vorne schon gesehen. Und zwar da. Es passt, aber es verbindet sich nicht. Sollte ich mir den Anhänger nochmal ansehen. Okay. Es passt, aber es verbindet sich nicht. Nun sollte ich mir den Anhänger nochmal ansehen. Objekt gefunden, eine Pille. Ach so. Ah, okay, das... Ja, never mind. Es passt und es hat sich verbunden. Das sagt er wieder nicht. Toll. Und als nächstes kommt, dass wir in den Raum jetzt nicht rein dürfen, wa? Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein hier, ne? Mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Okay, wir haben hier jetzt den Kronleuchter von unten praktisch oben. Okay. 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 Ziehen. Heilige Handgranate. Ja, moin. Hallo. Na, Auge. Was soll das jetzt werden? Kragen oder was? Braucht er mal einen Tipp oder so? Ist hier nicht irgendwas hingekleistert, hingekleckst? Ach guck mal, den kann ich auch noch drehen. Guckt der jetzt immer zu dem? Und vor allem, was ändert sich? Jetzt guckt er zu dem. Okay, derjenige, welche zu dem er guckt, der wird blau. Nicht zu dem er guckt, aber... Das war einmal Rechtsklick zu viel. Ey. Und so habe ich den doch eben gar nicht verlassen, oder?
Also, ich kann die Dinger hier nach links und nach rechts drehen lassen. Er guckt jetzt darüber. Ich weiß nicht, ob der vielleicht zu der Tür gucken sollte. Nach draußen. Und mal gucken, wo er jetzt so hinguckt, was irgendwie logisch ist. Ich will jetzt mal im Eyeball hier, Eyeball Paul mal ein bisschen. Guckt er da hin? Aber da ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Hier ist die Vase kaputt gegangen. Aber so war auch seine Ausgangsposition und die Ausgangsposition glaube ich nicht, dass die richtig ist. Eine Idee. Dreh die mal so rum. Okay. Ein weiteres Artefakt. Ein seltsames Artefakt. Ich hätte gedacht, dass wir da nochmal durch die Tür müssen. Kuriositätenzimmer abgeschlossen. Dunkelheit ist Dunkelheit, egal aus welcher Ecke der Welt sie kriecht. Das Zimmer ist versiegelt, aber nur gerade eben. Das Zimmer ist versiegelt, aber nur gerade eben. Okay. Das ist ein wahrer Hinweis darauf, dass die Neugier einen ins Verderben führen kann. Ja. Wir haben jetzt eine... Achso, das Artefakt mal aufmachen. WB, Haribo WB. Ein seltsam graviertes Gerät. Eingraviertes Modelldach. Bin immer wieder überrascht, Alter. Das Game ist so gut, ey. Das ist einfach so unglaublich gut. Das hasse ich immer noch und du machst das so verdammt schnell fertig. Willst du mich verarschen? Ja, Entschuldigung. Logik. Da war pure Logik drin. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich in The Room irgendwie gut bin oder so. Kein Plan. Oder ob ich die Logik hinter diesen Rätseln einfach so schnell verstehe, weil ich Grim Tales gespielt habe. Wir machen immer noch ein paar Grim Tales-Teile vor uns, ne?
darf man nicht vergessen. Ein Rohrstück. Ein Buch. Wie wollte das nicht so, wie ich wollte. Ja, das hat man manchmal, ne? Mein Magen reißt mich aus dem Schlaf. Irgendwas stimmt nicht. Die Welt fühlt sich anders an. Ich eile in mein Arbeitszimmer. Die Tür steht offen. Das darf nicht wahr sein. Meine Welt ist mir gestohlen worden. Sie hat das Null-Element genommen. Oh, Abigail. Liebe süße Abigail. Jetzt ist nicht die Zeit für unstetes Herz. Was für ein unstetes Herz. Nicht, wenn wir so nah dran sind. Ich werde zu dir kommen. Ich werde dafür sorgen, dass du verstehst. Du kannst nicht weit gegangen sein. Nicht allein. Ohne Eindämmung würde es... Oh Gott. Oh Abigail. Ja. Ohne Eindämmung, da wissen wir ja aus den anderen Teilen, was da passiert. Ist nicht so gut. Huch. Wollte eigentlich gucken. Ah, so geht's. Irgendwas sollte auf diese Flöcke passen. Irgendwas? Nur was? Der Rohrbogen wird da wohl eher nicht reingehen. Lass mich mal rausgehen. Lass mich mal gucken. Da kommt's ja, da geht's lang. Hier geht's also irgendwas in der Küche. Ach so, ja natürlich. In der Küche. Nämlich... Da.